Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Vorlesung zum Thema Biodiversität. Und in dieser Vorlesungsreihe sind wir jetzt bei Video 28, sind immer noch bei den Eutrichonodonta, also bei den drei Hügelzähnern, aber nicht mehr lange, denn wir kommen jetzt immer weiter in die tieferen Gruppen rein. Es gibt noch zwei Vorlesungen, und zwar diese hier, die drei Höckerzähnerartigen, die Trichonodontidae. Und die teile ich in zwei Videos auf, weil es ansonsten zu viel geworden wäre. Und ja, heute machen wir Teil 1. Beim nächsten Mal kommt dann Teil 2. Und dann sind wir mit den Ausgestorbenen innerhalb dieser Gruppe erst einmal durch und können uns wieder ein paar lebenden und noch heute großteils existierenden Organismen zuwenden, wo es wieder ein bisschen spannender wird. So, jetzt machen wir das aber ganz brav fertig. Fangen erstmal mit der Beschreibung an. Die Familie der Dreihöckerzähneartigen, die Trichonodontidae, da sieht man Trichonodontidae, von den Eutrichonodontidae sieht man das die tiefere Gruppe, ist eine Untergruppe der echten Dreihöckerzähner und sie gilt als unsicher, da alle Vertreter bereits im Mesozoikum, genau genommen in der Zeit des Oberjura bis zur Oberkreide, also eine relativ große Spanne, 175 bis 75 Millionen Jahre vor der Zeit ausgestorben sind. Es wurden nur wenige Fossilien, diese aber fast weltweit gefunden, hauptsächlich USA, Great Britain und China. Und die meisten Funde sind Zähne und Kiefer und nur wenige Knochen als Fossilbeleg, was natürlich immer ein bisschen unangenehm ist, weil das eine genaue Beschreibung natürlich sehr erschwert. Das wichtigste Erscheinungsmerkmal sind die Molaren, also die Backenzähne. Wie bei allen Dreihöckerzähnen sind diese auch typisch mit ihren drei Höckern. Jedoch sind die Höcker alle etwa gleich groß und verfügen über einen Wulst am Zahnhals, ein sogenanntes Kingulum. Das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt. Und das hier ist ein Unterscheidungsmerkmal. Damit kann man die gut unterscheiden von den anderen drei Höckerartigen. Die obere und untere Zahnreihe war zueinander verschoben, sodass beim Zubeißen ein oberer auf je zwei untere Zähne traf. Also die waren auf sogenannte Alternanz. Und dieser Gebissaufbau entspricht einem Raubtiergebiss, kann aber auch auf eine Ernährung von Insekten schließen. Da die versetzten Zahnreihen die Funktion einer Scherleiste zum Zerreiben von harten Bestandteilen ermöglichen. Also müsst ihr euch so vorstellen, wenn man die halt die Beute, sag ich mal, zwischen den Zähnen packt und die dann hin und her bewegt, dann werden die halt zerrieben. Und das ist eine sogenannte Scherleiste. Die waren auch ein bisschen größere Vertreter als andere Eutrichonodontidae. Ihr seht 750 Gramm, Höchstalter unbekannt und eine Größe bis 1,11 Meter. Das ist schon ordentlich für Säugetiere, die in einer Zeit auch überleben mussten, wo es noch Saurier gab. Wahrscheinlich sind ja zum Ende hin dann auch deutlich größer geworden, wo die Dinosaurier dann langsam ein paar Probleme bekommen haben. Damit kommen wir jetzt zur Taxonomie der Dreihöckerzähneartigen. Und die lassen sich in relativ viele Gruppen einteilen, deswegen halt auch zwei Teile des Videos. Die Folie, die wir jetzt hier betrachten, das ist so der erste Teil, den wir heute machen. Die anderen kommen dann in der zweiten Vorlesung. Das erste ist die Gattung der Hübschzähner, die Priacoda. Dann die Gattung der Arundelhöckerzähner, Arundelconodon. Die Gattung der drei Höckerzähner im tieferen Sinne, die Trichonodon. Und die drei Küstenzähne, das ist auch eine Gattung, die Triorakodon. Die machen wir heute und die anderen machen wir das nächste Mal. Das sind die Sternhöckerzähner, Astrokonodon, die Gattung der vornehmlich drei Höckerzähner, Maikonodon, die Gattung der Hochhöckerzähner, Altikonodon, die Gattung der Rabenhöckerzähner, Corvikonodon und last but not least die Halsschlagadertoren, Jugulator, ist auch eine Gattung, die auch namentlich hier ganz schön aus der Reihe schlägt. Okay, wir haben also heute vier Gattungen noch vor uns. Schauen wir uns die mal an. Fangen wir an mit der natürlich namensgebenden Gattung für die Familie der Dreihöckerzähner, die Trichonodon. Diese Gattung ist eine Untergruppe der Dreihöckerzähnerartigen, Trichonodontidae. Und sie gilt als unsicher, da alle Vertreter bereits im Mesozoikum, genau genommen in der Unterkreide 145 bis 150 Millionen Jahre vor der Zeit, ausgestorben sind.
Es wurden nur wenige Fossilien in Großbritannien und Frankreich gefunden und dabei handelt es sich hauptsächlich um Schädel, Kiefer und Zähne. Man hat zwei Arten bisher beschrieben, Triconodon averianovi und Triconodon mordax. Und eine Besonderheit der Gattung der Dreihöckerzähner ist, dass diese nachweislich einen Zahnwechsel durchliefen. Das heißt also, mindestens eine Zahnreihe auf Ersatz hatten, haben wir ja auch. Was bei anderen Verwandtengruppen bisher noch nicht nachgewiesen werden konnte. Das Gehirn war zwar verhältnismäßig klein, dafür war aber der Riechkolben Bulbus olfactorius stark ausgeprägt. Der ist zuständig für den Geruchssinn und daher vermute man entsprechend, dass sie sehr gut riechen konnten. Die Kiefermuskulatur war stark ausgeprägt und kräftig und daher vermutet man, dass es sich um kleine Raubtiere, Prädatoren handelte, die kleine Saurier und andere kleine Säuger jagten. Gewicht von 375 Gramm wird vermutet, Höchstalter ist unbekannt, bei einer Körpergröße von 1,11 Meter, also auch ordentlich so, ja, kleinere Raubkatze, aber nicht katzenartig. Dann haben wir die drei Küstenzähner, Triorakodon. Diese Gattung ist eine Untergruppe der Dreihöckerzähnerartigen, ebenfalls unsicher, da auch im Mesozoikum wie eigentlich alle anderen von der Gruppe ausgestorben. Genau genommen hier in der Unterkreide 146 bis 140 Millionen Jahren vor der Zeit. Es wurden nur wenige Fossilien in Dorset, Großbritannien und der Morrison-Formation im Westen der USA gefunden. Wie gesagt, Morrison-Formation hat schon mal erklärt, aber nochmal zur Erinnerung, dass diese ja, geologische Formation mit vielen, vielen Funden, die sich über 3 bis 4 Bundesstaaten der USA erstreckt, also wirklich ziemlich groß ist. Eine genaue Beschreibung liegt nicht vor, es wird jedoch vermutet, dass sich um Insektivoren, also landlebende Insektenfresser in dem Fall, gehandelt hat. Und man hat 4 Arten benannt, deren Abgrenzung bisher jedoch nur anhand des Fundortes erfolgt und daher wirklich als sehr spekulativ einzustufen ist. Wir haben Triorakodon bisulcus, Triorakodon ferox, Triorakodon major und Triorakodon oveni. Über Körpergewicht, Alter und Größe lässt sich leider nicht sagen, weswegen wir direkt zur nächsten Gattung springen können, den Arundelhöckerzähnern, Arundelconodon, ebenfalls eine Untergruppe der Dreihöckerzähnerartigen, ebenfalls im Mesozoikum ausgestorben und daher kaum Aussagen möglich, beziehungsweise Stellung etwas unsicher. Und ausgestorben genau sind sie 122,46 Millionen Jahre vor der Zeit, das war im Zeitraum der Unterkreide. Nur wenige Fossilien wurden gefunden, und zwar in Argentinien und in Maryland, USA. Auch hier keine genaue Beschreibung, da zu wenig vorhanden ist, aber auch hier wahrscheinlich landlebende Insektivoren, ähnlich den Eichhörnchen höchstwahrscheinlich. Es wurde nur eine Art benannt, die hier nicht genau beschrieben ist, Arundelconodon hortoni. Ja, Gewicht, Alter, Größe. Komplett unbekannt. Ja, und dann haben wir als letzte Gruppe heute die Hüpfzähner, die Priacodon, ebenfalls eine Gattung der drei Höckerzähnerartigen, der Triconodontidae, ebenfalls unsicher, da alle Vertreter im Mesozoikum ausgestorben sind, diese allerdings im Oberjura 152,1 bis 145 Millionen Jahre vor der Zeit. Es wurden nur wenige Fossilien in der Alcobaça-Formation in Portugal und der Morrison-Formation im Westen der USA gefunden. Eine genaue Beschreibung liegt nicht vor, doch aufgrund des Fundortes und des Kieferbaus mitsamt der Zähne wird vermutet, dass es sich um einen landlebenden Insektenfresser gehandelt hat. 5 Arten sind benannt, deren Abgrenzung bisher jedoch nur anhand des Fundortes erfolgt. Priacodon ferox, Priacodon fruitaensis, Priacodon grandevus, Priacodon lulli und Priacodon robustus. Ja, auch hier Gewicht, Alter und Größe vollkommen unbekannt. Mit so wenig Wissen bewaffnet zu diesen verschiedenen Gattungen der Dreihöckerzähnerartigen
müssen wir hier dann auch beenden, weil nächstes Mal kommt die letzte Vorlesung zu der entsprechenden Familie und die Gattung, die hier dann noch vorgestellt werden, die fünf, die ich hier nicht mit reingepackt habe, da gibt es teilweise sogar ein bisschen mehr zu sagen, sodass das nochmal spannend wird, ehe dann letztendlich zu den lebenden Tieren zurückkehren. Und bis dahin hoffe ich, war es trotzdem einigermaßen interessant. Wie immer würde ich mich über einen Like freuen. Daumen hoch ist immer eine tolle Sache. Und gerne lese ich auch Kommentare. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne was reinschreiben. Fragen, Lob, Kritik immer wieder gern zu hören und zu lesen. Und ansonsten sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und tschüss.